Ja, guten Morgen, meine Freunde. Ja, diesmal sage ich guten Morgen, weil es ist heute Freitag, der 12.08.2022 und es ist noch nicht mal um 10. Ja, was ist heute geplant? Na, ich würde sagen, der zweite Teil meiner Tour von gestern, da werde ich noch ein bisschen was dazu erzählen, gleich. Und natürlich das Quassel-Video. Und das geht Schlag auf Schlag. Morgen ist schon wieder eine Tour geplant. Naja, ich sagte ja, man muss das gute Wetter und seinen Urlaub so gut wie möglich nutzen. Denn heim rumsitzen und gammeln, da habe ich keinen Bock. Na? Wenn schönes Wetter ist, fahre ich natürlich mit dem Rad. Solange es noch geht. Wisst ihr, was ich meine? So, aber kommen wir jetzt erst einmal zum zweiten Teil meiner Tour. Da möchte ich nämlich noch ein bisschen was dazu erzählen, weil es ist nicht mehr allzu viel an Videomaterial, was zusammengekommen ist. Ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hätte mich vielleicht besser informieren sollen, bevor ich mich auf die Strecke begebe. Die Strecke begebe, natürlich. Denn ich war ziemlich schnell fertig. Und ja, weil halt, wie soll ich sagen, die Hälfte der Strecke nicht mehr existierte. Also ich spreche schon lange Geschichte, sehr lange. Wikipedia-Eintrag hat natürlich bestätigt, da hätte ich lange suchen können. Ich muss dazu sagen, ich hatte mir ja am Donnerstagabend noch einen Plan gemacht. Quatsch. Am Mittwochabend noch einen Plan gemacht, wie ich fahre, und ich bin genau diesen Weg gefahren. Genauso. Bin ich einmal abgewichen, habe mich einmal verfahren, gar nicht. Selbst an der Autobahnauffahrt, dort wo das Gewirr war, was ihr noch sehen werdet. Aus dem Dorf raus, kein Problem. Durch das Dorf, kein Problem. Alle Bahnhöfe gefunden, waren ja nicht viele. Drei Haltestellen. Bei der dritten, ja, brauchen wir schon mal reden, kommen wir gleich dazu. Ja, aber ansonsten war alles perfekt. Mein Plan war ja dann eigentlich noch in Wittenberg nochmal ein paar Züge zu filmen, aber das habe ich dann verworfen, weil, naja, auch dazu kommen wir gleich. Also Fakt ist, ich hätte mir den Teil der Strecke sparen können. Ich hätte also wieder zurückfahren können nach Belzig, Bad Belzig, und hätte dort noch ein bisschen was gefilmt. Denn davor nämlich einiges durch. In der Zeit, wo ich dahin oben gekraucht bin, sind insgesamt schon 4 Güterzüge durchgefahren. 3 E-Loks mit einmal die VN100, wie ich schon sagte, die ich mich erwischen konnte. Ich habe sie nur kurz gesehen, in der Busch, langsausen, mit ein paar Güterwagen dran, und das war's. Aber ich bin mir sicher, dass da sogar Ludmilas war auf der Strecke. Oder G2000 oder Maxima White oder die Mäste hier, Blue Tiger oder sonst was, da fährt alles. Das ist eine Hauptverbindungstrasse, die nach Roßlau geht, über Dessau und weiter. Also es ist auf jeden Fall eine sehr aktive Strecke. Ja, aber ich habe mir gedacht, fährst du aber weiter. Denn ich habe ja nicht ins Handy geschaut, wegen dem Eintrag. Und so ist es genau gekommen, wie es kommen musste. Ich habe mich dusselig gesucht. Ich bin den gleichen Weg gefahren, so wie er eingetragen war. Und man hat bei Google Earth die Linie ganz deutlich gesehen von der Bahnstrecke. Also der Verlauf, wie er mal war. Aber als ich dann dort an der Straße ankam, wo mal früher ein Bahnübergang war, nichts. Ich dachte, ich bin zu weit gefahren. Bin wieder zurück. Da wollte ich noch in den Nest, was noch kommt. Lasst euch überraschen, wie das heißt. Da bin ich gar nicht angekommen. Ich bin wieder umgedreht, bin dann die Straße lang gefahren, so wie es auf meiner Zeichnung oder besser gesagt auf meiner Speicherung des Bildes mit der Linie gezeigt wurde, und habe gesucht. Nichts. Wo soll die sein? Dachte ich mir. Kein Schotter, nichts, gar nichts. Nicht mal eine Erhöhung, nicht mal ein Wall, gar nichts. Nicht mal eine Vertiefung.
Das gibt's doch gar nicht. Du musst doch. Wird auf die Karte geguckt, Bilder verglichen, Straße überprüft. Na gut, dann fahre ich jetzt einfach in das Nest. Ja, bin ich in das Nest gefahren und habe dort jemanden gefragt. Und der sagte mir dann, was? Ist er schon seit 1965? Ich dachte nur, what? Da kannst du ja gar nichts mehr finden. Das heißt also, ich bin umsonst in dieses Nest gefahren, wie die Zeichnung das gezeigt hat. Ne? Denn der Zeichnung aus, wie ich es gezeichnet habe, also wie ich es ausgerechnet habe oder wie ich fahren wollte, musste ich über das Nest fahren. Dann wollte ich wieder hoch und den nächsten Bahnübergang fotografieren. Aber da ist nichts mehr gewesen. 1965 abgebaut, Schotter entfernt, Schwellen entfernt, Gleise entfernt, nichts. Nada. Da war ich natürlich dann vorne an der Hauptstraße angekommen und war ein bisschen sauer und ein bisschen wütend, weil das hätte ich mir sparen können. Ich hätte gleich auf der Hauptstraße bleiben können und zack, bis zum Bahnhof hätte ich sogar Zeit gespart. Denn das wäre nämlich nötig gewesen, dann hätte ich noch was anderes anschauen können. Nämlich da wäre ich in die andere Richtung gefahren, Richtung Berlin-Wannsee. Aber leider hat die Zeit dann nicht mehr gereicht. Warum? Als ich nämlich an dem Endbahnhof ankam, ist mir alles aus dem Gesicht gefallen. Laut Google müssen da wohl mal früher ein paar Gleise mehr gelegen haben. Na? Aber als ich dort ankam, dachte ich nur, ist das der falsche Bahnhof? Ist das der falsche Haltepunkt? Hä? Ein mickriges Gleis? Eine kleine Ausweiche? Und ganz, ganz weit vorne ist Bahnhofsgebäude. Und ansonsten eine riesige Fläche, kahl geschlagen, nichts mehr. Da müssen mal 10 bis 15 Gleise gelegen haben. Okay, 15 nicht, ich will es nicht übertreiben, aber 10 Gleise lagen da auf jeden Fall mal. Das ist aber schon lange, lange, lange her. Lange her. Tja. Und so habe ich mich dort hingesetzt, habe meine letzten Sachen gegessen und getrunken, die ich hatte. Also natürlich die zweite Limo, die ich noch mit hatte. Habe dann auf die Zuckelbude gewartet und als ich dann in die Bahn eingestiegen bin, also ich sage jetzt mal ganz deutlich Bahn, weil als ich mit dem Ding gefahren bin, habe ich echt gedacht, ich fahre mit der Straßenbahn spazieren. Das werdet ihr auch noch hören. Ne? Da werdet ihr auch denken, ist das eine Tram oder ist das jetzt der Zug? Der Grund dafür ist ganz einfach der, das ist ein Akkutriebzug gewesen anscheinend. Und deswegen ist das so merkwürdig, deswegen hat sich das so merkwürdig angehört wie eine Straßenbahn. Wenn der losgefahren ist, wenn er angehalten ist, wie die Straßenbahn, ich spiele wie Straßenbahn. Ja, ja, und als ich dann dort an den Bahnhof ankam, wo ich eigentlich dann auf der Uhr gesehen habe, ist noch genug Zeit, passt. Da war der Plan immer noch mit Lutherstadt-Wittenberg Ziegefilm. Doch das hat sich dann leider verworfen, denn der Zug ist dann 3 Haltestellen vor Lutherstadt-Wittenberg plötzlich auf die Seite gefahren und blieb da stehen. Und er fuhr ein ICE durch, 2 ICEs durch, 3 ICEs durch, der Flixtrain und noch ein ICE von der anderen Richtung. Ich gehe davon aus, dass das wegen der Baustelle war. Ihr wisst ja, ich habe euch ja gesagt, dass der Abschnitt zwischen Lutherstadt und Berlin, dass da gebaut wird. Beim ICE ist es halt so, der fährt durch. Der kriecht dann zwar durch die Stelle, aber der Regionalexpress oder die Regionalbahn scherzt zur Seite. Der da warten. Also haben wir was dort geschlagene 30 Minuten gewartet. Und ich habe dann gerade noch so die S2 gekriegt, als ich rübergerannt bin. Und die, ihr werdet es kaum glauben, ist in Regis oder wie es jetzt Drecksnest heißt, nochmal an die Seite gefahren. Wieder 30 Minuten gewartet. Sogar noch länger, glaube ich. 40 Minuten. Die Leute wurden schon ungeduldig und ja, sehr launig. Die wussten das nicht. Das ist so. Das ist jedes Mal so, dass ein Rates an der Seite fährt und lässt die ganzen ICEs durch und Flixtrain, nochmal Flixtrain und Tod und Teufel. Ich habe gar nicht drauf geachtet, wie viele Züge vorbeigesaust sind. Es waren einige. Und dann ist er weitergefahren. Ja. Ja, und so hat sich das natürlich dann erledigt gehabt. Bin dann das Fahrrad gestiegen und heimgefahren. Das war der Tag. Ich habe mir ein bisschen mehr versprochen, aber es ist,
halt nur das geworden, was ihr jetzt noch zu sehen bekommt. Ich hoffe, dass es euch trotzdem gefällt. Und das nächste Mal plane ich besser. Sorry. Das konnte natürlich keiner wissen. Wenn er mal ins Wikipedia-Lexikon geschaut hätte, dann hätte er es gewusst. 1965 oder 1962 abgebaut. Also, da kann nichts mehr sein. Da kann gar nichts mehr sein. Tja. Und jetzt hatte ich natürlich die Idee, morgen, zum Samstag, den zweiten Abschnitt zu fahren. Richtung Golzow oder Golzow. Vergesst es. Alles weg. Alles. Es ist nichts mehr da. Die haben sogar den Schotter entfernt. Man sieht nur noch die Linie. Und das war's. An zwei Bahnhöfen liegen die Gleise noch. Und dann gibt es noch einen kleinen Abschnitt, der noch benutzt wird. Und das war's. Kurz vor Brandenburg. Nee, sorry, das sind fast 60 Kilometer. Die fahre ich nicht extra ab für ein paar Linien, die noch da sind. Nee, tut mir leid. Also wird das Ganze verworfen und dann mache ich morgen was anderes. Was es ist, das verrate ich noch nicht. Das werde ich ja dann sehen. Ja, das war die Erklärung zu dem zweiten Teil. Und dann würde ich sagen, wünsche euch jetzt mit dem zweiten Teil viel Spaß. Und wenn euch alles gefallen hat, dann lasst mir ein Like da. Ihr kennt das ja. Ich werde es euch am Ende nochmal sagen. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß damit. Film ab! Das, was ich befürchtet habe, ist jetzt eingetroffen, denn ich habe nämlich gedacht, die Strecke wird irgendwann mal wieder reaktiviert. Nee, geht nicht mehr. Feierabend. Zapfenstreif, wie sagt da immer der Hausmeister Krause im grünen Kakadu. Ihr seht's, kein Bahnübergang mehr da. Ich schaue mal auf die andere Seite gehen. Und dann mal gucken, ob man da auch noch die Gleise sieht. Denn hinter diesem Bahnübergang, der hier mal war, ist nämlich auch der Bahnhof. War er mal. Man muss aufpassen, dass hier nicht wieder irgendwie... Das ist nämlich eine hauptbefahrene Straße hier. Müssen wir aufpassen. Aha. Was ist das? Da liegen sie, die alten Gleise vom Bahnübergang. Schön sauber gestapelt. Ne? Mit den Platten dazu. Hier sieht man es noch. Ich gucke jetzt mal zu dem Bahnhof, ob da noch was zu sehen ist. Aber ich befürchte leider, dass der auch weg ist. Ja, dort. Gut, mehr gibt es ja nicht zu sehen. Und jetzt bin ich am Bahnhof Niemek. Niemek. Kann man das komisch aussprechen, ich weiß nicht, wie das genau ausgesprochen wird. Das Bahnhofsgebäude ist jetzt privat. Da muss ich erstmal fragen, ob wir das filmen dürfen. Aber hier sind die Gleise. Die können wir zumindest filmen. War anscheinend zwei Gleise hier. Das heißt also, hier ist da vorne irgendwo eine Weiche gewesen. Da vorne muss irgendwo eine Weiche gewesen sein, die noch drin ist. Und
Hier ging es dann weiter. Richtung Treuenbrietzen. Aber vorhin hast du heute gesagt, da frage ich erst einmal, ob ich das fotografieren und filmen darf. Ihr wisst ja, wie das immer ist. Wir hatten das ja schon immer in Nahersdorf. Ne? Könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern, was da los war? Das war meine Lehre. Und deswegen lasse ich jetzt erstmal fragen, ob ich das auch filmen darf. Da sind wir hier am Bahnhofsgebäude Niemek vorbei. Und hier sind noch einmal ein paar Schienen. Da hinten ist das Bahnhofsgebäude, das habe ich schon mitfotografiert. Ich habe auch gefragt, ein paar Leute, da ist noch eine ältere Frau, die wohnt hier in dem Ort, die hat gesagt, ihr müsst dagegen, wenn die Fotos machen. Im Gegenteil, die Freund ist ja, dass das eben so viel wie möglich noch wissen, was hier früher gefahren ist und was das für eine Bahnstrecke war. Aber seht euch das mal an, das muss ja irgendwie eine Güterverlade gewesen sein. 1, 2, 3, 4, 5 Gleise. Also das hier muss eine Güterverlade gewesen sein, das sind noch die Lampen. Aber es ist jetzt auch privat, wie ihr seht. Da gehe ich also nicht hin. Aber ich gehe mal hier ein Stückchen. Ich hoffe, dass meine Tasche noch da steht. Oh nee. Oh nee. Was ist denn jetzt passiert? Hä? Ja, Freunde. Das ist nicht gut. Ich hatte gerade eine ganz böse Fehlermeldung auf meinem Display von der Kamera. Da stand da, Gerät ausschalten und wieder einschalten. Wärmefehler. Das hatte ich noch nie. Also so warm ist es doch noch gar nicht. Also wie gesagt, hier ist eine Güterverlade gewesen. Ja? Deswegen sind auch noch so viele Gleise. Ja, das tut sich ja noch einmal aufzweigen. Muss also doch schon ganz schön groß gewesen sein früher. Zusammen mit dem Bahnhof. Und ja, da sehen wir nochmal das Bahnhofsgebäude. Und wie gesagt, ich wollte erklären, dass die Leute, die da wohnen, nichts dagegen haben. Im Gegenteil, die wollen sogar, dass man das eben sieht, dass das Bahnhofsgebäude erhalten bleibt. Deswegen haben die auch so schöne Schildchen angebracht, die ich auch fotografiert habe. So, haben wir das auch geklärt. Die Schwellen sind übrigens von 1974, ein Jahr nachdem ich geboren bin, wurden die erneuert anscheinend. Keine Ahnung. Ich werde jetzt hier noch ein paar Bilder machen von den Pilzlampen und von den weichen Laternen. Und dann geht es weiter Richtung Treuenbrietzen. Ich glaube, ein Haltepunkt müsste noch kommen. Ja, das hier ist, glaube ich, der größte. Das ist der größte Haltepunkt. So, und ich hoffe, dass meine Kamera durchhält. Wenn die jetzt abkacken tut hier, das wäre richtig scheiße. Ich habe 2 Akkus mit. Ich habe 2 Speicherkarten mit. Also Kamera, halte durch. Ja? So warm ist es doch gar nicht. Thank you.
muss ich noch mal kurz anhalten, weil ich euch mal was ganz Lustiges zeigen will. Na? Ihr wisst ja, immer wenn ich hier ein Dokument ausfüllen muss oder so, da schreiben sie mich immer alle mit W. Na? Warum schreiben sie mich alle mit W? Ich zeig's euch warum. Darum. Da kommen die berühmten Waffeln her. Ja? Genau. Krapow. Ich werde aber ohne W geschrieben. Da geht es nach Treuenbrietzen. Da fahren wir jetzt gleich weiter. Und da haben wir noch einmal Krapow. Krapow. Lustig. 3 Kilometer. Könnte man eigentlich mal in den Ort reinfahren, oder? Also wenn ich sehe, wie schnell ich gewesen bin, könnte man eigentlich wirklich noch mal einen Umweg fahren. Da vorne ist nämlich noch der Bahnübergang. Also ich würde mal sagen, ich fahre jetzt mal die Straße ein Stückchen hin, fotografiere noch den Bahnübergang, wenn da einer ist, und dann fahre ich auf der Straße wieder zurück, dann Treuenbrietzen. Ja? Ich habe noch genug Zeit, ich habe es gerade mal. Also so schnell, hätte ich gedacht. Ich habe doch mal einen Elfer. Wahnsinn. Ja, mal gucken, was wir da heute mit einem angefangenen Tag dann machen in Treuenbrietzen. Bei fahr schon nach Lutherstadt, dann filmen noch ein paar Güterzüge. Mal gucken. Oder ich gucke mir noch was anderes an. Das war bitte zu schnell. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber so kann es halt passieren. Ne? Mal geht's schneller, mal geht's nicht schneller. Je nachdem, wie die Gelegenheit und die Fahreigenschaften der Straße sind. Und das war bis jetzt perfekt. Aber noch sind wir nicht da. Bis später. Ich meine, ich den Mund voll genommen, ha? Freunde. Ich meine, nicht den Mund so voll genommen, sage ich. Das war jetzt eine Luftnummer. Es gibt hier nichts mehr von der Bahntrasse. Gar nichts mehr. Es ist spurlos verschwunden. Ich habe gesucht wie Ochse. Ich bin genau den Weg abgefahren, den ich mal eingezeichnet habe. Sogar durch Niederwerbig oder wie dieses Nest heißt. Dann hier diesen hässlichen Drecksweg. Fast 4 Kilometer wieder zurück. Auf der Hauptstraße. Jetzt bin ich mal gespannt, ob den Schildern hier steht. Dass ich das im Kreis gefahren bin. Ich muss nach Ritz. Ritz. Hier muss ich gescherbelt haben. Naja, 3 Kilometer noch, alles da. Also das ist wieder die normale Bundesstraße. Der Weg, ja, der parallel der Bahnlinie folgt, den könnt ihr in der Tonnerei, in die Tonne treten. Da gibt es nichts, da ist nichts. Da ist gar nichts. Mein Verdacht ist, dass die Bahnstrecke nur noch bis Niemek ging, wegen der Verladung, wegen der Schrottverladung oder sowas. Und der andere Teil bis Treuenbrietzen war schon längst abgebaut. Ne? Schon lange abgebaut. Und ich suche mich ja dusselig nach dem Scheißdamm. Aber jetzt ist Schluss, jetzt fahre ich nach Treuenbrietzen. Gucke da, ob man da noch was sieht. Von der Einmündung, ich glaube nicht. Und dann setze ich mich in den Zug und fahre zurück. So ein Mist, Alter. Ich habe mir so einen Umweg gemacht. Übrigens noch nicht gegessen. Abgebaut. Ist noch voll in Betrieb hier. Guck mal hier. Alles noch da. Ja, Spaß. Das ist die Hauptstrecke, die noch funktionstüchtig ist. Ne? Also mit dem Zug, der auf der Strecke nachher kommt, fahre ich zurück nach Wittenberg-Lutherstadt. Ihr seht es an den Gleisen. Ne? Das war ein kleiner Joke. Also, ich begebe mich jetzt zum Bahnhof, gucke dort nochmal wegen der Einmündung, weil das ist ja hier dieser Bogen, der zum Bahnhof führt. Und irgendwo da vorne, wo die Autos fahren, da vorne, ja, da muss die Einmündung gewesen sein. Und die gucke ich mir aber noch an, mal gucken, ob man da noch was sieht. Hier ist er, die alte Einmündung, aber sie ist nicht mehr, gar nicht mehr. Da war sie. Also was gesagt, da war das eine Gleis und da drüben ist das, was noch in Betrieb ist. Und die liefen dann zusammen, kurz vom Bahnhof. Ne? Ihr seht nichts mehr.
muss schon seit Ewigkeiten abgebaut sein. Nichts? Das gibt's doch gar nicht. Nicht mehr Schotter, Alter. Guck mal auf der anderen Seite. Gibt's doch gar nicht. Bin ich an der falschen Stelle oder was? Ist nichts mehr. Ja, jedenfalls muss es hier gewesen sein. Ne? Hier war das gewesen, das Gleis. Zumindest denke ich, dass es hier war. Ich zeige euch mal die Karte. So, jetzt habt ihr die Karte gesehen und jetzt wisst ihr Bescheid. Was war denn das hier für ein Ding? Irgendein Betrieb. Der gehörte wahrscheinlich auch noch mit zum Anschluss. Da drüben auch. Sieht jedenfalls nicht aus wie Stellwerk. Nee, das ist ja schon was von diesem komischen Gelände da drüben. Das ist noch ein Gebäude. Ich hole mal kurz mein Fahrrad her. Das ist wie ein klassisches Lost Place. Aber schon Ewigkeiten leer. Rutscht die Hose runter, scheiße. Ja, das ist ein deutsches Lost Place. Und ich gehe aber nicht rein, warte, gehen aus dann. Aber sowas bin ich ja nicht hergefahren. Es sind mehrere Gebäude, die hier leer stehen. Ja. Das da drüben, das Gelände gehört dazu. Hier können wir ja mal reingucken kurz. Eine Verwaltungsbaracke. Ach, da liegt doch ja mein Ghetto-Blaster. Da liegt der andere Teil. Das sind schon Ewigkeiten leer. Oder Reifen, wie immer. Die alten Reifen sorgen wir immer in irgendwelchen alten Gebäuden. Noch mehr. Ja, gut. Es sieht auf jeden Fall wie so eine typische Verwaltungsbaracke aus. Es hat nichts mit dem Zug zu tun. Oder mit der Bahn. Überhaupt nicht. Keine Ahnung, was das mal war. Vielleicht weiß es einer von euch. Ich begebe mich jetzt zum Bahnhof. Ich will nämlich nicht mal Zug verpassen. Der fährt ja noch eine Stunde. Oder sogar noch zwei Stunden, nur wie ich gelesen habe. Und ich habe keinen Bock hier zwei Stunden lang rumzusitzen. Ja. Hier fährt garantiert doch kein Güterzug. Ich habe keine Ahnung, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das wird eine Ewigkeit dauern, bis hier was kommt. Guckt euch das mal an, ja. Das muss mal ein großer Bahnhof gewesen sein. Mit vielen Gleisen. Gewesen. Da, wo das alles hier, irgendwo da drüben, da wo mein Finger jetzt ist, da war die Einmündung. Und die ging dann hier so lang. Dann ging die auf die Gleise drauf. Aber davon ist nichts mehr da. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, hier steht wenigstens noch ein Gebäude. Da vorne ist irgendwas. Das könnte das Bahnhofsgebäude sein. Aber der hält ja hier dazu. Oder hält er doch da vorne. Egal. Ich wollte jetzt bloß mal gucken, was hier noch ist. Aber hier ist gar nichts. Nichts. Das gibt's doch gar nicht. Das war's jetzt
mit der Reportage. Ich fahre jetzt wieder nach Hause. Und ja, war ganz cool. Am Ende, wie gesagt, habe ich ein bisschen mich dusselig gesucht, weil ich halt gesagt habe, dass die Gleise bis dahin liegen, aber das war nicht der Fall. Wir haben nochmal den schönen Bahnhof. Oder das Bahnhofsgebäude. Da drüben, das muss wohl die Bahnsteigkante von den anderen Gleisen gewesen sein. Sieht zumindest so aus, würde ich sagen. Ne? Kaum sich glauben, dass hier mal 10 Gleise gelegen haben. Wahnsinn. Ja, ich weiß, da drüben lagen noch 2er. Dort lagen noch 5er. Hier auf der Seite lag, glaube ich, auch noch 1. Das ging ja direkt lang. Und übrig geblieben ist das. So sieht's aus. Kann man sich ändern. Zeit steht nicht still. Und mit dem Wort bin ich erstmal weg. Ich filme jetzt noch ein bisschen aus dem Zug raus. Ich weiß gar nicht, was von der Zugelbude kommt. Die filme ich natürlich auch noch der Einfahrt. Und dann geht's nach Jüterbog. Thank you.
Freunde, das war die heutige Tour nach Bad Belzig und dann nach Treuenbrietzen. Jetzt wäre ich beinahe noch eingepennt in der S-Bahn, weil ich irgendwie total kaputt war. Wahrscheinlich, weil ich heute keinen Kaffee getrunken habe. Denn ich bin ja gleich heute früh um 5 Uhr los, wisst ihr ja. Und dann habe ich im Zug gegessen. Aber Kaffee getrunken habe ich heute noch keinen. Das wird höchste Zeit, wenn ich das heim komme. Aber jetzt erstmal zum Chinesen, noch ein paar Nudeln holen und dann, ja. Dann gehe ich noch in die Wanne. Wollte ich eigentlich gestern machen, habe ich vergessen. Ja, und dann
dann gehst du wieder ins Bett. Ich bin total breit. Das Hochladen und das Bearbeiten des Videos, das werde ich dann morgen machen. Heute sicherlich nicht mehr. Also morgen abends habt ihr es dann auf jeden Fall online. Und bis dahin werden wir uns dann sehen, welchen Quasselvideo. Bis dahin, tschüss.